Das Mobiltelefon als mobiler Scanner, ja, das geht. Man benötigt eine App, wie zum Beispiel Simple Scanner, die ist kostenlos. Öffnet die, hier sieht man schon mal das gelungene Beispiel, das ich mal als Übung zuvor gemacht habe. Dann nehmen wir jetzt noch einen Artikel aus dieser Zeitschrift, den hier zum Beispiel. Und dann drückt man wieder auf das Foto. Tut sich nichts, noch stärker. Gut, hat die Seite erkannt. Dann hier auf den Haken drücken. Dann kann man es speichern. So sieht es in Schwarz-Weiß in der ersten Fassung aus. So in Schwarz-Weiß in der zweiten, da ist nicht mit viel anzufangen. So als Foto und so werden wir es abspeichern. Kriegt es noch einen Titel, Seite 43. Kann man es hier mit dem Häkchen wieder abspeichern. Dann kann man es hier schon verteilen. Man könnte es auch als Fax verschicken. Man könnte es natürlich auch löschen. Aber wir verschicken es mal. Oder hier kann man es auch uploaden, aber das kostet auch alles. Da muss man die Professional-Version erwerben. Das ist immer sehr tricky bei diesen freien oder kostenlosen Apps. Aber die Mobilfunktion, die ist ganz praktisch. Als Bild könnte man es ja auch, obwohl hier natürlich hat man gesehen, man kann eben den Ausschnitt nehmen. Auf einem Foto wäre dann alles, auch das Umfeld drauf gewesen, was man hier ja ausschneiden kann. Und als PDF könnte man es auch nicht, wenn man es ganz normal über die Kamera aufnehmen würde als Scanner. Dann verschicken wir es hier mal als PDF an meine E-Mail-Adresse. Ich hoffe, die ist schon, die ist nicht eingespeichert. Ich gebe mal die noch schnell ein. Auch das noch gezeigt ist, wie das funktioniert. Kürzere E-Mail-Adresse wäre für solche Zwecke auch ganz praktisch. Oh, das stimmt. Dann gehen wir oben auf den bekannten Pfeil, auf den Papierflieger und verschicken das. So, jetzt ist es auch verschickt. Jetzt hat man es nicht nur eingescannt. Also man sieht hier, man kann daneben schon Teile aus einer Zeitschrift rausscannen. Kann es direkt verschicken, kann das mobil unterwegs machen. Dafür ist das gedacht. Ja, alle anderen Funktionen, wie gesagt, die kosten was. Ja, gerade die Funktion, das als Fax zu verschicken, macht ja überhaupt keinen Sinn. Weiß auch nicht, wieso das dann in das Professional-Paket hineingehört. Aber damit schließen wir dieses Video. Das Mobiltelefon als mobiler Scanner.